Ja, ich bin ja gestern mit dem Bus noch die restlichen 30, 40 Kilometer bis nach Burgas gefahren, weil es einfach absolut keinen Spaß gemacht hätte, da zu wandern, weil da einfach Hotel an Hotel an Hotel ist. Genau, und es einfach nur Flachland ist und es da auch keinen schönen Wanderweg irgendwo gibt. Genau, und heute bin ich einfach mal ohne großen Rucksack hier in Burgas unterwegs, schaue mir gerade den Hafen ein bisschen an. Und das macht echt Spaß mal und ist übermüdet und total geschafft und ohne diesen schweren Rucksack auf dem Rücken sich einfach mal eine Stadt anzuschauen, da fetzt es auf einmal. Ja, Himmel ist irgendwie heute cool und genau, Hafen ist sowieso immer spannend. Ich bin jetzt in der Türkei angekommen, genauer in Silifri, in einem kleinen Städtchen, so eine Busstunde vor der Mitte von Istanbul. Bin mit dem Nachtbus hergekommen. Naja, die Fahrt ist halt eine Nachtbusfahrt. An der türkischen Grenze haben wir echt 1,5 Stunden draußen gestanden, verschiedensten Passkontrollen und so weiter bei 1 Grad, 0 Grad, das war nicht so angenehm mitten in der Nacht. Genau, aber ansonsten freue ich mich sehr, jetzt hier zu sein. Ich war jetzt mehrere Tage nicht mehr unterwegs, weil ich erkältet war und immer noch auch etwas erkältet bin. Habe mich also in Salifri mehr oder weniger in meinem Hotelzimmer nur ausgeruht. Bin aber jetzt trotzdem nach Istanbul gewechselt und mache jetzt eine kleine Tour hier durch die, naja, so durch die Tourismus-Hotspots. Hinter mir sieht man schon die blaue Moschee. Genau, auf der anderen Seite ist noch eine Riesenmoschee, ich weiß gerade gar nicht den Namen. Und genau, dann will ich mal zu der Brücke gehen, wo die ganzen Schiffe ins Schwarze Meer fahren. Und dann einfach ein bisschen weiter durch die Altstadt bummeln und ja, mir mal das hier anschauen. Ich gerade nicht wusste, dass das die Hagia Sophia ist. Sieht mal, wie lost ich bin bei diesen Stadtbesichtigungen, dass die Julia dringend zurück braucht. Ja. Ja, ich vermisse jetzt echt sehr. Ich hoffe, dass wir uns in 3 Tagen wiedersehen. Auch bei mir ist heute die Reise losgegangen. Ich bin gerade auf dem Weg zu Mati nach Istanbul. Ich habe am Montag meine Doktorarbeit abgeben können. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und habe dann die Woche noch genutzt, um vorzubereiten, das heißt noch Papierkram zu machen und zu packen, aufzuräumen. Und bin dann heute los. Heute früh ging es bei mir los nach Dresden von Freiberg. Da habe ich festgestellt, dass ich meine
die Kopfhörer vergessen habe. Die hat mir die Johanna dann zum Glück noch nach Dresden gebracht. Da hatte ich nämlich noch ein bisschen Zeit und bin dann in den Zug nach Budapest eingestiegen. Und da bin ich jetzt gerade fast am Ziel und bin gespannt, wie das dann mit dem Umsteigen klappt. Ich muss zu einem anderen Bahnhof. Ich bin in Budapest angekommen. Hier kommt gerade der Zug, in den ich gleich einsteige. Guten Tag. Ich bin im Zug nach Bukarest, habe heute Nacht hier in diesem Zug geschlafen, im Liegewagen und bin heute Morgen zu dem Blick aufgewacht. Das verschneite Rumänien. Genau, ich denke, das sind die Ausläufer von den Karpaten. Wenn's planmäßig läuft, müsste ich in einer Stunde ungefähr in Bukarest ankommen. Ich zeige euch jetzt mal noch fix, wie das hier mit dem Schlafwagen ging. Ist es so ein Abteil mit 6 Sitzen und da ist hier eine Liege und hier oben sieht man schon, dass da auch ein Bett ist und man kann noch diese Rückenlehne hochklappen, sodass man dann da auch noch drauf schlafen kann. Und darauf habe ich schön gemütlich mit meinem Schlafsack gelegen. Wir fahren gerade in den Bahnhof in Bukarest ein und dann mache ich mich auf den Weg zum Busbahnhof, dass ich meinen Bus in 3 Stunden bekomme. Guten Morgen! Ich bin jetzt in Istanbul angekommen. Ich bin hier mit dem Bus hinter mir gefahren. Und der Matti kommt mich gleich abholen, ist nicht mehr weit weg. Hallo Matti! Hi, ich bin jetzt auch da. Sind wir zusammen. Angekommen hier in Istanbul und wir haben seit gestern zusammen ein bisschen Zeit verbracht. Wir waren gestern essen, heute sind wir durch ein bisschen durch die Stadt spaziert. Und planen jetzt, was wir dann als nächstes so machen.